So, und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Part 98 sind wir jetzt, ne? So, hier müssen wir gut speichern, weil ich glaube, hier lauert der Tod hinter jeder Ecke. Ups, ich glaube, mit dem hätte ich vorher reden sollen. Jetzt kannst du was erleben. Komm ruhig näher. Ja. So, mein Freundchen. Jetzt zeig mal, was du kannst. Was soll das heißen? Ganz einfach. Der Meister hat von dir gehörig die Nase voll. Ich hätte dich schon viel früher töten sollen. Aber diesen Fehler werden ich und meine Freunde hier jetzt korrigieren. Jo, hat ordentlich EP gegeben. Einmal nach der Besessenen, war klar. War jetzt nicht gerade eine Glanzleistung, aber es war von meiner Seite aus eigentlich soweit okay. Jetzt mal im Ernst, du schickst einen ganz normalen Krieger gegen den Feuermagier, der mit einem Feuerregen einfach mal alles platt macht. Ich glaube, das war ein bisschen dämlich. Dein Meister ist jetzt nicht gerade unbedingt schlau. Drachenjäger Armbrust, oh, die ist geil. Das ist, glaube ich, auch die stärkste Armbrust, die du findest. 5 Stärkepunkte zu wenig! 5, 9 und ich kann nur Scheiße. Das ist ärgerlich. So, das wird interessant hier. Gibt's nämlich überall so eine Kammer mit Feinden und Rätseln. Deswegen immer schön mit vollem Mana rumlaufen und gezücktem Zauber. Oh, Huhn macht's natürlich. Oh, Sturmbringer, Zweihandwaffe. Was? Sturmbringer? Huhn macht es natürlich auch ganz nice, ist aber auch Zweihand, ne? Okay. Schwerer Zweihänder. Sturmbringer ist alles ganz nice, aber ich brauche das leider nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Gut. Natürlich doof, ne? Wie, ich hab nicht genug... Haha. Gut, ich habe jetzt hier einen Schlüssel. So, Das muss
müsste jetzt Part 98 sein. Ja. Die Schlüssel öffnen immer so einen Scheiß. Und dann müssen wir hier solche Schalter betätigen. Und dann machen die den nächsten Shit auf. Die Frage ist, nee, das nicht. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überlegen, weil ich habe das echt schon, wie gesagt, sau lange nicht mehr gemacht. Ich habe auch noch kein Let's Play dazu gesehen oder zumindest kein Let's Play, woran ich mich erinnern kann. Das sind Zombies, Zombies, Zombies. Die sind nicht so stark. Nichts zu holen, nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Gut. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen näher machen, weil ich merke nämlich immer, dass ich, wenn ich am Überlegen bin, dass ich da immer leiser werde. Oder ich setze mich einfach mal ein bisschen näher an den Schreibtisch. Ne, hier ist nix. Gut. Bin froh, dass ich einiges an Vorrat habe. Obwohl ich glaube, dass ich den nicht brauchen kann. Oder brauchen werde. Warum brennt die Fackel und die nicht? Das finde ich ein bisschen strange. Ja, ja, Goblin-Skelette. So, das wird jetzt interessant. Gibt es hier einen Hinweis? Okay. Nehme ich gerne mit. Ich glaube, die Goblin-Skelette kommen ewig. Vorne, links, rechts. Nee, das war es nicht. So, jetzt lasse ich den Dampf erstmal abziehen. Wer weiß, ob der giftig ist. Okay, probiere ich mal links, rechts, geradeaus. Okay, das klappt alles nicht. Doch, der Nebel ist giftig. Ich habe aber noch Zeit rauszugehen. Okay, Mitte, links, rechts klappt nicht. Links, rechts, Mitte klappt auch nicht. Das bedeutet, ich probiere es jetzt mal mit. Oh, es gibt viel zu viele Kombinationen. Links, rechts, Mitte. Nein. Okay. Jetzt könnte ich eigentlich nur noch Mitte, rechts, links probieren. Und das wäre die nächste Option. Ich mache das jetzt einfach mal Try and Error, weil ich einfach so voll geflasht bin. Oh,
Aber hier muss es irgendwo einen Hinweis geben. Gut, ist egal. Hat sich geklärt. Supi. Gut, super. Ich laufe mal lieber zurück. Wer war? Ja, das war mir klar. Ich habe gesagt, hier kann man nichts trauen. So, das bedeutet, geht's hier einfach mal weiter. Gucken, was uns hier erwartet. Nichts. Hier waren wir schon. Okay. Oder? Echt? Ah, wir können jetzt hier... Ich bleib bei der Links-Rechts-Kombination. Okay, gibt's hier noch irgendwo einen... Nein. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wo ich... Hier müsste das Ding jetzt offen sein. Okay. Vergesst's. Vergesst's einfach. Ich bin gewappnet. Ich bin auf alles vorbereitet. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Bis ihr beschworen seid, habe ich einen Feuerregen gesetzt. Der hat euch alle platt gemacht. So. Die sind natürlich ein bisschen härter. Schattenkrieger. 10 Lernpunkte. Rechts, links, Mitte, ne, war das. Ich probiere es einfach mal. Aber vorher würde ich gerne von denen noch ein paar trinken. Links. Rechts. Okay, macht aber nichts. Hier kommt nämlich kein Gas. Und die geben auch nicht schlecht EP, ne? Wunderbar, oh wunderbar. So, okay. Links, rechts, Mitte habe ich schon. Rechts, links, Mitte habe ich auch. Mitte. Links, rechts. Kann das nicht ewig machen? Also doch, theoretisch schon. Also nicht wirklich. Okay. Mitte, rechts, links habe ich. Links, rechts, Mitte. Rechts, links, Mitte habe ich auch. Mitte, links und dann dahin. Probier es mal. Ich meine, bei 3 Schaltern gibt es nicht so eine große Kombination. Manchmal das Problem, wenn du zu schnell zurückläufst, hier zum Beispiel S drückst, um einen Schritt zurück zu machen, dann drückt er den gleichen Schalter nochmal. Und das gibt natürlich Probleme. Super, hat geklappt. Gleich den Schalter gedrückt.
mich raten, wenn ich hier durchgehe, kommt Schmiede irgendwie ein Respawn. Yo, untote Orks, ist klar. Da ist nichts zu. Bäh, ekelhaft. Da ist nichts zu. Gut. Haben wir. Komme ich von hier? Boah. Muss das echt nochmal. Muss mir mal einen Dingsbums machen. Einen Plan. Sonst gammel ich hier viel zu lange rum. Obwohl. Kann ich hier eigentlich machen, ne? Dann mache ich das vielleicht als Premiere. Darauf hätte ich auch Bock. Okay. Ich gehe von der Tür aus einfach die erste links. Einfach mal geguckt, was hier so abgeht. Es sieht aus, als hätte ich das schon hinter mir. Ja, gut. Erste Tür links von dem großen Tor. Ich bin hier gerade, wie gesagt, sehr, sehr, sehr am Spannen. Also jetzt nicht spannen im Sinne von, zeigt, dass der Graf mal weg vom Fenster kommt. Sondern einfach richtig gespannt. Hier war ich auch schon, aber hier ist noch nichts offen. Warte mal, vielleicht muss ich hier dann noch... Okay, ich verstehe. Hier ist das große Tor. Aha. Jetzt müsste das hier offen sein. Ah, ich verstehe. Tricky, tricky. Aber nicht schlecht. Hier gibt es nur einen Schalter. Gut. Ich weiß nicht, was mich am Rückweg erwartet, deswegen immer vorbereitet sein. Habe ich auch schon mal gesagt, dass ich dieses Dingsbums liebe? Ja, ne? Oh, Feuerregen ist der Hammer. Ja, ich brauche halt auch wirklich nicht mehr, weil Feuerregen ist einer der mächtigsten Zauber. So, super. Okay, die linke Seite habe ich. Jetzt muss eigentlich nur noch eine von den beiden. Da mache ich das jetzt mal anders. Ich war ja immer bei der Links-Rechts-Kombi. Jetzt gehe ich mal rechts und dann links. Dann müsste ein anderes Tor sich öffnen. Das müsste dann das hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht, sonst hätte ich die Tränke mitgenommen. So, hier gibt es auch nur einen Schalter. Probier es einfach mal mit der links. Ah, okay. Da muss ich den mittleren Schalter drücken, um... Da ist nichts zu holen. Muss ich den mittleren Schalter holen, um die restlichen Zombies rauszuholen? Okay, dann habe ich alles, ne?
So, den Zauber mal ready halten. Wer weiß, was da noch so auf mich zukommt. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was da so richtig ist. Jetzt noch mal speichern. Wir könnten ihn Diego fragen, aber der, ich glaube, das ist relativ egal. Okay, das war der richtige. Ich feier das, ich feier das. Richtig geil gemacht. Und den letzten Schalter. Was ein geiler Türmechanismus. Auf jeden Fall nochmal speichern. Ich weiß, dass hier ganz viele Suchende rumlaufen. Gibt es da noch ganz viel Zeug zu suchen. Das mache ich alles natürlich Stück für Stück. Spruchrolle, Spruchrolle. Steht wahrscheinlich alles in einer unverständlichen Schrift. Okay, da können wir nichts mitnehmen. Hier ist sonst auch nichts. Die Suchenden haben noch Zeug. Nee, den Schwarzmagier möchte ich noch nicht angreifen. Eigentlich wollte ich das mit dem heiligen Geschoss machen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, dann trinke ich aber noch mal was zum Heilen, weil meine Mana so... Mein Leben sieht ganz schlecht aus aktuell. Mit Scheiße wollte ich sagen, aber... Naja, komm, jetzt habe ich beides gesagt. Dann sind wir zufrieden. Nichts zu holen. Gut. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich hier gar nichts auf wahrscheinlich. Hier gibt es viele Stühle, worauf man sich nicht setzen sollte, ne? Gut. Nichts zu plündern.
kommt alles noch. Ich dachte, hier wären Dämonen oder sowas, aber ich glaube, hier finden wir noch mal wieder was Schönes. Die schwarze Brennerei, die dunkle Brennerei der Magier, der Schwarzmagier. Oh, ich wünschte, man könnte offiziell so eine schwarze Kutte tragen, weil die sehen nämlich auch sehr, sehr nice aus. So, was haben wir denn hier? Hm? Okay, wir haben alle vier Tränke und einen Stärketrank. Geil. 5, 2 Stärkepunkte, aber Sturmbringer ist halt auch wirklich... es ist halt alles Zweihand. Hier ist auch nichts, eine Streckbank. Ja, ich würde sagen, die haben hier sich die Leute ganz schön gefügig gemacht. Ist alles nicht so geil. Jetzt muss ich mit dir nochmal sprechen. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Klar! Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irzorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe, noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Du warst einmal ein Anhänger des Schläfers. Das ist graue Vergangenheit. Der Meister hat uns die Augen geöffnet. Jetzt wird uns niemand mehr aufhalten. Der Meister hat uns den einzig gangbaren Weg gezeigt, mit euch Ungläubigen fertig zu werden. Moment, nur weil ich an Irrs glaube, bin ich nicht ungläubig. Ich glaube nur nicht an das, was du denkst. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. In die natürlich. Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Richtig. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Natürlich. Kommt mir bekannt vor. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast, du. Schluss mit dem Gefasel. Dein Augenlicht wird schwinden. Und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Ohne das Seelenruf-Amulett hätte ich jetzt ein ernstes Problem. Alter Schwede! Ohne das Seelenruf-Amulett hätte ich jetzt ein ernstes Problem. Nicht oh, so, geil. Aber dass der so ein Damage macht. Boah, lecko mio. Es war ein kurzer, aber intensiver Kampf. Alter Schwede! Haut der da einfach so einen richtigen Hauch des Todes rein? Lässt mich noch nicht mal meinen Feuerregen spammen. Casten. So ein kleiner Drecksack. Aber ich glaube, das wird jetzt richtig hart. So, der ist hinüber. Jo.
Ohne das Seelenruf-Amulett hätte ich jetzt ein ernstes Problem. Lieferung, wichtiger Hinweis, Banditenlagersumpf, Fortuno, Los Hammer, Los Doppelhammer, Rezept, Geistesveränderung, Notiz, Nachricht, Gift der Blutfliegen, Tagebuch, Almanach der Besessenen, Tagebuch, eine Nachricht. Eine Nachricht, Konstantinus Kräuterliste, alter Brief, Schriftrolle des Schwarzmagiers. Das Auge der Macht erleuchte deinen Weg. Das Auge der Macht. Yo. Womit denn? Das Auge der Macht. Nicht zu wollen. Auge der Macht. Was meint er damit? Muss ich hier irgendwas errufen, herstellen? Nee. Auge der Macht erleuchte deinen Weg. Das ist zwar ganz nett, aber was bringt mir das? Da war doch nur die Schriftrolle. Warte, was haben wir denn hier? 118, 118, 60, 60. Yo. Auge Innos, Unbezwingbarkeit. Gibt's hier irgendwas? Bloodwinds Kopf? Ja, nee, brauche ich nicht mehr. Auge der Macht, Lederbeutel. Das Auge der Macht. Schwarzes Erz. Das Auge der Macht erleuchte deinen Weg. Mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Muss ich das irgendwie an einem Alchemietisch herstellen? Das Dingspunkt ist eigentlich ganz geil. War ja nicht umsonst. Aber Auge der Macht. Nichts zu holen. Alter Brief, verstaubtes Tagebuch. So, Tagebuch. Was haben wir denn hier? Meine Mannschaft. Hallen von Eldorat. Okay. Wollen wir nochmal gucken. Wir haben die Insel des Feindes erreicht. Innos weiß, welche Kreaturen im Innern des Berges auf mich warten werden. Dieser orkische Oberst, da ist eine verdammt harte Nuss. Irgendwo in seinem Thronsaal muss es doch weitergehen. Noch ein Feuer drauf. So langsam habe ich die Biester satt. Das Einzige, was ich will, ist über den Abgrund zu kommen und sich der sich hinter dem Feuertrauen auftut. Ich habe so etwas wie einen Tempel gefunden. Er wird von einer Unmenge von untoter Wesen bewohnt. Erinnert mich alles verdammt an diesen elenden Ork-Tempel des Schläfers. Diesmal werde ich nicht versagen. Diesmal nicht. In dem Tagebuch des Schwarzmagiers, des Schwarzmagier-Novizen, ist von Hebelkammern, Schlüsselmeister, Schattenkombinationen, Schalterkombination, anderen Krempel die Rede, sollte ich im Hinterkopf behalten. Vielleicht nützt es mir später noch was. Ich stehe vor dem letzten Tor. Dieser Schwarzmagier scheint der Schlüssel da zu sein. In der Schriftrolle des Schwarzmagiers waren die Worte zu lesen. Es hört sich nach einer Beschwörungsformel an, aber worauf lässt sich das anwenden? Und was ist das Auge der Macht? Das Auge der Macht. Ist das hier irgendwo im Tempel noch zu finden? Ich könnte Diego mal fragen. Ah, nee, warte. Hier war doch irgendwo noch so eine Kacktruhe, ne? Hier. Ja. Mana-Elixier, Gold, Auge der Macht. So, kann ich mit dem irgendwas machen?
Ich wusste, dass es hier in der Nähe ist. Kadosh MM Kadar, öffne dich. Jo. Jo, gut. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich möchte aber noch nicht das Auge Innos tragen. Hier 128, 128, 90, 80. Sondern das hier. Das sieht nämlich viel aus. Ist schon sehr, sehr nice. 148, 90, 90. Naja, ein bisschen mehr. Bevor ich jetzt aber hier hingehe, so, hier geht es nämlich noch weiter. Ich weiß nur nicht wohin und warum es hier solche. Ich verstehe echt nicht, was diese Gänge sollten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben alles, was wir machen können. Wir sind kurz... Doch, das ist jetzt das Ende des Kampfes. Ich werde jetzt noch versuchen, die untoten Orks zu klatschen. Die Türen gehen auf, sobald wir in die Nähe kommen. Und hier gibt es auch nur ein paar untoten Orks. Wir haben aber alle nichts Besonderes da, also. Ups. Das war dumm von mir. Das hätte ich so vielleicht nicht machen sollen. Ich speichere auch mal nicht ab im Falle, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon, tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Waren die Besessenen deiner Art denn etwa nicht Grund genug für dich, nach der treibenden Macht im Verborgenen zu suchen? So sehr du dich auch abwenden und finden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Wer bist du? Das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt, so wie die Verkündung des Glaubens an Innos deine Bestimmung ist, Magier des Feuers. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen.
In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Belial. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment. Glaubst du tatsächlich, du könntest mich mit der Klaue verletzen? Deine Gebeine werden mir dienen. Ja. Wie untoter Ork. Die gibt's noch? Wieder? So, das verlangt nach Planung. Habe ich hier irgendwas, was ihn verletzen könnte? Todeshauch. Kommen die nach einer Weile wieder? Oh. Feuerregen, hallo. Danke, ich brauch dich, sonst bin ich tot. Gucken, wie viel Damage das dem macht. Aber wenigstens regeneriert er sich nicht. Das ist gut. Nämlich das da und das da. Okay. Ich habe einen Bug gefunden. Finde ich ein bisschen lame, das so zu machen. Aber na gut. Hey! Ah, super. Schön, dass das mit aufgenommen wird. Ich sehe das genauso wie ihr. Im Spiel ist das genauso. Das. Was hast du vor? Ich trau dir nicht. Ich glaube, das hätte ich verhindern sollen. Xardas reißt sich die Macht des Dieners Belias. Ja, wir haben keine Ahnung, was abgeht, aber gut. Xardas will mächtig, wer hat uns dafür gebraucht? Jo, Stufe gestiegen, 10.000. Okay. Gut. Das ist zwar ganz nett. Ende Stufe 50, geil. Coole Sache. Ich will aber nochmal zurück, vielleicht gibt es da noch was zu looten. Wir können uns jetzt alles reinziehen, was wir wollen. Der Drache hier ist hinüber. Hat noch Drachenblut. Seelenstein des untoten Drachens. Das ist zwar ganz nett, aber was bringt der mir? Das weiß ich echt nicht. Auge der Macht. 400, nichts wert.
Hier, ja, links die Grafikfehler sind normal. Die sind hier immer. Ich weiß nur nicht warum. Ja, Stufe 50. Krass. Ja, komm, lass gut sein. Wir haben jetzt alles gemacht. Das war's. Wir gehen jetzt nochmal zurück, können mit den Jungs nochmal quatschen und dann müssen wir zum Schiff aufbrechen. Dem Lester geht's auch richtig gut. Ich will ja alles nochmal abklappern, weil die Jungs, soweit ich weiß, sind hier natürlich jetzt so ein bisschen verteilt. Ist jetzt die Frage, machen die hier irgendwas? Nö, ne? Ne, die sind glaube ich hier nicht. So, Diego, du bist wohl der Erste. Es ist vorbei. Wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Du hast es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen. Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst. Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän. Ich guck mir aber den ganzen Kram hier nochmal an. Vielleicht steht hier noch irgendwo ein Typ rum. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Ja, die gehen wieder zu. Kannst natürlich immer nur einen Hebel aufmachen. Wow, das hat am Stück geklappt. Puh. Boah, Leute. Hier gibt es nichts mehr, wirklich nichts mehr. Hier gibt es nur noch Bye-bye zu sagen. Die Leute kennenzulernen, den Leuten halt zu sagen, hier genug. Die haben noch ein paar Takte zu sagen, nämlich so viel mit wie es geht. Aber so richtig bringt das eigentlich nichts, glaube ich. Hier ist nichts mehr. Milton, die habe ich den magischen Bogen verkauft. Und den Trickst du natürlich. Sagt dir dieses Buch Almanach der Besessenen irgendetwas? Pyrokar ist der Experte für diese Art von Büchern. Tut mir leid. Ich weiß zu wenig, um etwas Intelligentes darüber sagen zu können. So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer? Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Was wirst du nun tun? Ich denke darüber nach, eine eigene Akademie zu gründen und unseren Glauben weiter zu verkünden. Aber es kann auch anders kommen. Ich habe es nie bereut, ein Magier des Feuers geworden zu sein. Wie siehst du das? Bin mir nicht sicher. Trocken wie immer. Hey Mann, du hast gerade die Welt gerettet. Ist das kein Grund, sich zu freuen? Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Ach, ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Milton, das war super. Milton ist ein cooler Typ. Also ich muss sagen, die meisten Jungs hier sind mir alle sehr, sehr sympathisch. Vor allem der Gorn, der ist einfach der geilste. Muss man einfach sagen, so wie es ist. Und Milton ist so, ich weiß nicht, Milton ist so wie so ein großer Bruder, finde ich. Immer einen guten Rat, immer total entspannt und nett. Der so, hey, bleib auch mal entspannt und feier mal ein bisschen und so weiter und so fort. Eigentlich richtig geil. Der Gorn ist so ein Typ, ey, mit dem kannst du Pferde stehlen. Mit dem gehst du auf eine Party und da kommst du auch sicher heim. Du hattest recht. Mario hat uns verraten. Ja, ich merke ja sonst nichts. Lester ist wie so ein Fall kleiner Bruder, so ein bisschen... Sei in Zukunft ein bisschen sorgfältiger bei der Wahl deiner Gefährten. Entschuldigung. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Ich habe den Feind vernichtet. Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Deine ehemaligen Freunde aus dem Sumpflager haben mir ganz schön zugesetzt. Ja...
Glaube versetzt Berge. Das war schon immer so. Leider haben sie dem falschen Gott gedient. Ich werde noch einige Zeit brauchen, bis ich das alles wirklich verarbeitet habe. Lasse, du hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Sumpfkraut ist sozusagen hier das Marihuana von Gothic. Oh, Lester, Drogen sind nicht gut. Aber, naja gut, nach so einer Aktion haben wir es verdient. Also natürlich nur im Spiel, ne? Im Real Life würde ich sowas nie machen. Bin so voll der Anti-Drogen-Freund. Ist halt so. Gut, Alkohol ist auch eine Droge und da bin ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich bin jetzt nicht, ich hege schon den ein oder anderen genüsslichen Tropfen. Den möchte ich nicht verwehren. Hey! Aber... Wir können jetzt wieder aufbrechen. Der Feind ist tot. Sehr gut. Nicht im überbringenden Maße. Man sagt dem Kapitän, dass er ablegen soll. Man sollte immer noch Herr seiner Sinne sein. Mögen sich unsere Wege auch nach diesem Abenteuer irgendwann einmal wieder kreuzen. Super. So, ich würde aber gerne nochmal mit dem... Ich würde gerne noch gucken, wo der Gorn ist. Der müsste doch auch noch hier irgendwo rumgammeln. Ich hätte ja eigentlich den Lester hätte ich hier irgendwo erwartet. Ich will alles nochmal in Ruhe abgucken, weil die gammeln hier alle noch rum. Lester und Gorn. Laris meine ich. Entschuldigung, nicht Lester. Den haben wir ja schon gesehen. Das Lager der Orks unten. Grabstein. Ich wusste gar nicht, dass Orks so gebildet sind, um Grabsteine zu vergreifen. Aber na gut. So, gibt's hier noch irgendwen, der hier rumsteht? Ich muss mal gucken, ob ich die Video- oder wenn jetzt die letzte Videodatei, der Abspann sozusagen nicht läuft, dann gucke ich mal, ob ich den so in den Dateien finde als Videodatei. Werde den dann noch irgendwie einfügen. Da ist Gorn. Super. Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Alles klar. Die Jungs sind auch beim Schiff geblieben. Ich habe so einige Sachen hier auch nicht verstanden. Hey, du. Dich kümmert das Ganze scheinbar überhaupt nicht. Ach, weißt du, ich hab mir gedacht, dass du es schaffen würdest. Ach, was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich werde dir erst einmal folgen, schätze ich. Laris ist auch ganz cool. Ja doch, Laris, Diego, ich weiß nicht, Diego ist für mich eher so ein Typ, so ein guter Kumpel, der immer einen guten Rat hat. Der immer sagt, hier, mach das so, wie so ein kleiner Mentor. Der Laris ist so ein Typ, der sich ganz gerne mal so, nicht gerne die Finger schmutzig macht. So ein kleiner Schlawiner Milton. Ist so von der Persönlichkeit her für mich wie so ein großer Bruder, der sagt dann so, entspann dich, alles gut, das kriegen wir schon hin. Weil Lester ist eher so wie so ein kleiner Bruder, um den muss man sich ein bisschen kümmern, immer so ein bisschen was Wehwehchenhaftes. Und ja, Lee ist halt wirklich so ein kleiner Stratego, der sagt, wo es lang geht und sich nichts gefallen lässt. Eigentlich auch ein ganz cooler Kerl, aber Gorn ist wirklich, wo haben wir denn den? Gorn. Der Gorn ist wirklich der Best Friend, also es gibt nichts Besseres als Gorn. Hey! Wir haben hier alles erledigt. Freut mich zu hören. Ich kann diese olle Schmiede nicht mehr sehen. Ich brauche wieder festen Boden. Ja, komm. Bei Onas Hof bist du unglücklich. Hier auf dem Schiff bist du unglücklich. Alter, kann man dich überhaupt noch glücklich schätzen? Ich sag den Jungs allen nochmal Bescheid. Müde? Ich bin völlig fertig. Leg dich in die Koje. Wir sind bald wieder auf See. Danke, Mann. Ich dachte schon... Ja, komm. Ich kann das nicht mehr, da hast du vollkommen recht, ich auch nicht mehr. Oh, Leute, wir haben Gothic 2 die Nacht des Raben durchgespielt, ohne irgendwas zu ercheaten, haben noch 20 Lernpunkte übrig, sind Stufe 50, haben Kreis 6 erlernt, haben so viel es geht gelernt, das ist schon mal ganz gut. Armbrust dafür, dass wir mit Armbrüsten rumlaufen. Zwei Stärkepunkte zu wenig, komm, ich will nochmal, ich will wenigstens die richtige, eine richtig gute Armbrust noch tragen. Bennett, kannst du mir noch was beibringen? Ich will stärker werden. Nee, schade. Warte mal. Gut, jetzt gehe ich zu Watras.
Watras, ich weiß nicht, das ist so, so persönliche Beziehung zu Watras finde ich nicht, aber ich bin froh, dass er da ist. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bringe ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Corinis überantworten. Hey! Ich habe hier einen Almanach der Besessenen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich es ins Kloster zu Pyroka bringe. Wenn wir hier wieder wegkommen. Bitteschön. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre es. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Doch bedenke, dass dies nur eine Episode des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse war. Ja, ja, der Böse Kampf findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Ja. Nur Adanos allein steht zwischen den streitenden Göttern, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er hätte mir mal lieber helfen sollen. Das hat er. Dessen kannst du dir sicher sein. Sag nun dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trüben. Ach Quatsch. So, ja, das stimmt. Kampf zwischen Gut und Böse geht immer in jedem Einzelnen vor. In jedem Menschen einzeln und hat halt viele Gesichter. So, wir haben mit Watras gesprochen. Jetzt will ich... Was war das denn, Goran? Ich habe ein... Gib ihn mir. Hier hast du... Danke. Wir können jetzt mit dem Schiff ablegen. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde auf dem Felsen hier verrotten. Du übergibst jetzt das Schiff mit sofortiger Wirkung wieder an mich. Noch sind wir nicht in Corinis. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so scharf darauf, wieder in Corinis einzulaufen. Ich war dort jetzt schon lange genug. Ich habe mir schon sowas gedacht. Das ist aber weder der Ort noch die Zeit, das zu klären. Und da halten wir uns auf See nochmal darüber. Alles klar. Salz. Ich freue mich trotzdem, dich wieder heil an Bord zu wissen. Super. Wenn du auch ein Schlitzohr bist, hast du doch zu guter Letzt im Sinne der Rechtschaffenheit gehandelt. So, jetzt. Gut, wir haben alles gemacht. Hey, Jack, du. Bro, wir können los. Es ist vollbracht. Der Feind ist eliminiert. Ich hatte gehofft, dass alles gut wird. Aber ich muss zugeben, dass ich mir in den letzten Stunden nicht mehr so sicher war. Können wir jetzt endlich wieder in See stechen? Ah, super. Xardas. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt. Und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Wow. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Wir legen ab! Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest. Wir werden uns wiedersehen. Ja, im dritten Teil sehen die sich wieder. Aber den dritten Teil werde ich nicht spielen, weil der zu buggy ist. Und ja. Gothic 2, die Nacht des Raben. Björn Pankratz, Michael Rüwe, Miguel Hodge, Björn Pankratz, Stefan Kabelan, Carsten Ederfeld. Ja, könnt auf Pause drücken, ich kann das nicht alles. Dieter Hildebrand, Ulf Wolf, Bert Specklers, Horst Dwortzkak, Sascha Henrichs, ah, das ist wahrscheinlich, okay, Björn Pankratz, Matthias Filler. Boah, ich muss sagen, ein sehr, sehr, sehr schönes, sehr detailreiches, mit Liebe gemachtes Spiel, hat mir sehr gefallen. Wunderschön. Deutschen Hauses, ich glaube auch mit polnischen Leuten, super. Keine Angst, es müsste noch einen kleinen Abspann geben. Und es ist einfach.
schön. Schönes Spiel. Super. Genial. Mir hat das Spiel sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch das Spiel auch so gut gefallen hat wie mir. Es ist einfach super. Das war auch wirklich eines meiner ersten und meistgespieltesten Spiele. Bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nie ohne Cheats, ohne irgendwie sich nochmal Lernpunkte oder sowas dazu zu eignen oder sonst was. Das ist natürlich, das haben wir jetzt in diesem Let's Play zum, ich muss ganz ehrlich sagen, zum allerersten Mal komplett so, wie es vom Spiel gewollt ist. Und ja, ich habe natürlich so viel, ich habe mir mal ein Let's Play selbst mal dazu angeguckt mit ganz vielen Tipps und Tricks. Das zum Beispiel, was ich halt nicht auf dem Schirm hatte, war, dass man zum Beispiel, dass die Attribute, dass die sich immer schwieriger steigern lassen, sprich 1 bis 50 Stärke, Wert Stärke 1 bis 50 gleich 1 Lernpunkt pro Punkt auf Stärke, von 50 bis 100 2 Lernpunkte für eine Mal für plus 1 Stärke und so weiter und so fort. Und am Ende, man kann bis 200 gehen und ab 150 bis 200 braucht man wirklich 4 Punkte, 4 Lernpunkte für einen Punkt auf Stärke. Das ist natürlich extrem hart. Auf der anderen Seite manchmal, und Ikea für die unglaublichen Hotdogs. Tiffany, die kleine Scheiße. Geil. Naja, auf jeden Fall. Das Chaos-Kebab, stellvertretend für alle Bekloppten der Welt. Hier gibt es noch ein paar. Ich grüße alle, die mit ihrem Lächeln die Welt bereichern. Bringt jeden Frieden der Welt. Boah, das ist jetzt aber sehr laut. Ich danke der Welt dafür, dass es meine Freundin gibt und so weiter und so fort. Hier gibt es ganz viele Danksagungen, die halte ich natürlich noch weg. I wish to thank God because he gave us the power to finish our project. Geil. Die beiden QR-Teams, denn welcher heute sein Blut mit mir vergießt, der wird mein Bruder, sei er noch so niedrig. Schade, dass man das nicht pausieren kann. Lichtöl, der Sonnenschein, Grotte voller Skelette, Viola, okay. Naja, www.gothic2.com. Ich weiß nicht, ob es diese Seite noch gibt, aber ich glaube leider nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich es richtig, richtig, richtig genial. Schönes Spiel. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Das wollte ich noch mit im Spiel haben. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Projekt. Oh. Ja, war einfach ein schönes Spiel. Ich habe von den Tricks her so viel gemacht, wie ich konnte. So viel rausgeholt, wie ich konnte an den Lernpunkten. Quests gemacht, so gut ich konnte. Und ja, Stufe 50 ist schon gut, ne? Also, kann man nicht meckern. So, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Ich habe jetzt noch zu tun mit Schneiden und so weiter und so fort. Vielen Dank, haut rein. Bis zum nächsten großen Projekt. Euer Sascha, euer Graf Wallner. In Liebe, Gothic 2. Die Nacht des Raben.